Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Wreckfest. Weiter geht's mit den letzten vier Rennen dieser Serie. Mal schauen, wie die laufen werden. Die anderen liefen ja eigentlich ziemlich gut. Wenn das Rennen auf Position 1, lass mindestens drei Gegner rausdrehen. Ist jetzt irgendwie eine Achterform, die wir hier fahren werden. Da wollte ich schon gleich angreifen. Okay. Das zählt ja nicht als rausdrehen. Naja, mies. Alter. Okay, das hat gezählt. Vielleicht hat es den anderen nicht ganz rumgedreht. Auf jeden Fall ist das eine Strecke wieder mit einer Kreuzung, was fies ist. Wohl fast einheizen. Fast hätte ich es getan. Das wäre vielleicht ein Untergang gewesen. So schrecklich. Oh, fuck! Habt ihr das gesehen, wie der angeschossen kam? Der ist geflogen! What the fuck? Das sah spektakulär aus. Viel zu schnell. Das war eigentlich ein schönes Slide in die Kurve rein. Aber hat natürlich wieder Zeit gekostet. Ich wollte fast draufhalten. Die Kurve ist immer so mies. Mag die gar nicht. Dritte Runde, also vierte Runde, sorry. Der zweite hängt uns ziemlich nah dran. Steht einfach wieder einer in der Walachei draußen und der brennt. Das Feuer sah gerade ziemlich krass aus. Sehr orange. Okay, wenn keiner mehr mich überholen wird, ist das Endziel vielleicht schwierig zu erreichen. Also mit den Gegnern rausdrehen. Aber ich könnte natürlich einfach scheiße fahren und dann kommen die schon wieder ran. Wie jetzt zum Beispiel, es war unnötig schlecht.
so wirklich. Wenn mich da einer erwischt, dann war's das für dich. Was ist denn das jetzt? Da war ein Stein. Der hätte mich fast zum Umdrehen gebracht. The fuck? Manchmal ist die KI ein bisschen doof. Was ist denn das jetzt? Alles unter Kontrolle. Die Bodenwelle hat mich mega rausgerissen. Schönen Slide in den Sonnenuntergang. Position 1. Hat leider nicht für beide Ziele gereicht. Schade. Aber für einen zumindest. War die beste Runde, sei mindestens eine Runde in Führung. Hauptroute umgekehrt. Zevlex Sandpit. Das Auto mag ich manchmal, manchmal aber auch nicht. Wie, das ist so ein mega Chaos hier. Komm, verpiss dich! Alter. Okay, ich glaube, in diese Richtung sind wir diese Strecke noch nie gefahren. Das kommt mir zumindest überhaupt nicht vertraut vor. Und hat ziemlich miese Kurven. Ich frage mich immer noch, ob es Windschatten gibt in diesem Spiel oder nicht. Ich habe das niemals gegoogelt. Wäre eigentlich aber noch wichtig zu wissen halt. Aber jetzt ist ja eh eigentlich zu spät. Sehr abgesehen vielleicht für den Multiplayer irgendwann mal. Und da muss ich auf jeden Fall irgendwann auch noch reinschauen. Ich glaube, wenn es mit echten Gegnern ist, ist es doch ein bisschen lustiger vielleicht sogar noch. Oder noch mehr Chaos. Weil die wahrscheinlich einfach jeden und alles wegrammen würden. Oder machen.
Da ist wieder einer irgendwo auf Abwägen da unten. Stil erreicht, sehr gut. Das andere war, glaube ich, mit 50 Metern Vorsprung zu gewinnen, wenn ich da richtig bin. Jetzt zerstöre ich wieder alles in Grund und Boden. Irgendwie einmal kurz aus dem Rhythmus draußen und dann... War's das? Okay, 5 Sekunden Vorsprung, 5. Runde. Und viel zu schnell in die Kurve hinein. Oh, das war knapp. Das war schön. Und diese Kombo hier läuft eigentlich auch immer ziemlich gut. Eines auf jeden Fall raus. Der Vorsprung wird immer größer. Auch gut. Der sieht ja schlimm aus. Und die letzte Runde ist angebrochen. Was der macht, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich der letzte. Haarscharf am Strommast vorbei. Und das war's. Perfekt. Und sogar beste Runde. Meine Tagesziele erreicht. Okay. Lass mindestens 3 Gegner rausdrehen, verursachen mindestens 500 Schaden. Sandstone Raceway, kurze Strecke. Oh nee, das sieht auch wieder ziemlich... ja, schwierig aus.
Okay, drei Gegner rausrennen, 500 Schaden. Einfach den ganzen Zaun mitnehmen. Ich komm mit! Ach ja, schön. Wird Schaden. Sehr gut. Dann heißt jetzt noch Leute rausdrehen. Ich möchte gar nicht wissen, wie das ist, wenn man das Spiel mit dem Lenkrad spielt. Obwohl ich es eigentlich gerne mal ausspielen würde, aber ich glaube, da wäre ich mega überfordert. So muss das sein. Und gleich nochmal. Dritter Platz. Dritte Runde. No. Komm schon, ich komm da nicht ran. Viel zu weit raus. Aber die crashen sich weg. Zumindest einer ist raus. Komm schon, das hat nicht gezählt. Schade. Oh shit. Okay. Das war's. Das war's einmal so ziemlich. No! Ich wollte unseren Rivalen wegnieten. Okay, wenigstens das.
zweiter Platz plötzlich wieder. How? Haben die anderen sich alle weggecrashed? Ja, ich weiß, ich fahre mega viel gerade im Begrenzer. Aber es lohnt sich irgendwie manchmal nicht hochzuschalten, finde ich. Wenn man eh gleich wieder runterschalten muss. Fuck. Zweiter Platz. Schade. War knapp. Aber wenigstens beide Ziele erreicht. Und Level 46. Das sage ich auch nicht nein dazu. Verursache mindestens 500 Schaden, crashe mindestens einen Gegner. Oh ne, schau doch die Strecke an. Boulder Bank Circuit. Und auch wieder 6 Runden. Ich weiß ja nicht. Hey, raus! Crashed! Okay. Naja, das hat zumindest gezählt. Mit Crashen war wahrscheinlich etwas anderes gemeint, ne? Vielleicht waren das die 500 Schaden und nicht rauscrashen. Könnte auch sein. Okay, beide Ziele erreicht. Und er flippt sich einfach vor mir. Schön. Und der andere kommt. Katapultiert sich in den Baum, das wollte ich sagen. Naja, dann halt außenrum. Und das könnte gleich sehr weh tun für uns. Ich hab's geahnt. Das tat ziemlich weh. Nice Drift. Schlechter Drift. Malabu heißt wieder mal da. Und tschüss. Oder auch nicht. Hä, was ist denn da jetzt passiert? Haben da einen entgegen? Das sah fast so aus. Beste Runde. Das könnte gleich wieder sehr weh tun. Okay, diesmal haben wir Glück.
Das war doch mal gut. Das war auch ziemlich schön. Vierte Runde. In OBS sieht es manchmal sehr unflüssig aus. Aber ich glaube, das täuscht nur. Und noch das letzte Schild da mitnehmen. Ich hatte offensichtlich einen großen Abstand, 18 Sekunden. Zwischen dem zweiten und dritten. Da lief wohl etwas schief. Ganz schlecht. Was wollte ich da machen? Keine Ahnung. Fünfte Runde. Irgendwie kommt es mir nur so vor, oder fahren mega wenig Leute noch? Oder haben wir einfach so einen großen Abstand? Wahrscheinlich das zweite, ne? Und der zweite kommt jetzt da hinter mir. Und der Modierhilfe aus dem Nix. Links aus fährt irgendwie einer. Ganz abseits der Strecke. Irgendwie muss ich den zweiten loswerden. Weil er doch ziemlich gut mit. Letzte Runde. Dann höre ich das Summen schon vom Motor. Wenn das so Kopf an Kopf bleibt, könnte das noch spannend werden für uns. Der ist gut. Der Rocco ist gut. Oh shit. Eine Leiche. Er hat die Leiche erwischt. Sehr gut. Dann haben wir das. Perfekt. Beste Runde, erster Platz und beide Ziele erreicht. Champion-Weltmeister. Schließe die Champion-Weltmeisterschaft ab. Nice. Wir sind also jetzt wirklich Weltmeister. Finde ich doch mal sehr gut. Abgeschlossen 14 von 16 Bonuszielen, 760 von 800 Punkten. Abgeschlossen Weltmeister.
Wo haben wir's? Na gut, ich find's gerade nicht hier. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, danke schön, danke. Sorry, hat ein bisschen gedauert, aber wir haben es geschafft. Glückwunsch, du hast die Karriere abgeschlossen. Sehr cool. Trotzdem, das lasse ich aus, aber zum Abschluss möchte ich das hier noch machen. Wir sind zwar jetzt bei 30 Minuten, aber die letzte Folge ist ja meistens immer so ein bisschen langgezogen. Ich meine, 3 Runden. Ja, why not? Hängen wir das noch hinten dran? Und dann kommen die Credits. Es bedan Raceway. Siege mit mindestens 50 Metern Vorsprung. Mal schauen, wie es läuft, mit einem Big Rig Racing zu machen. Ich kenne das eigentlich eher bloß mit europäischen LKWs, die dann ziemlich ausgebaut sind und mega schnell sein können. Alter. Und das nehme ich jetzt eigentlich nur noch zum Fun mit. Weil ich glaube nicht, dass ich da groß was reißen kann. Aber mal schauen. Na gut, so soll ich so nicht. Ziemlich stark und schlittert über die Strecke wie keine Ahnung was. Das wird gar nichts. Okay, weißt du was? Zum krönenden Abschluss, ich... Naja, gut. Ich lasse mich jetzt hier noch demolieren. Indem ich... einfach gegen die Meute fahre. Meinen Rivalen vielleicht mit in den Tod reißt. Gut, hat nicht so geklappt. Naja, vielleicht mit dem letzten hier. Ich würde sagen, das war es jetzt wirklich von Wreckfest. Erstmal. Ich beende das. Ist okay. Ich meine, wir haben mittlerweile wirklich genug gesehen und irgendwie, ja, dabei, das schaffe ich gar nicht, sieht man ja. Die Credits. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Wreckfest der Karriere, dem Aufstieg zum Champion, vom Weltmeister in Zerstören, Racing und Chaos stiften.
So kann man es, glaube ich, am besten ausdrücken. Racing, Zerstörung und Chaos. Hat mir herrlich Spaß gemacht, fand ich cool. Ich finde es vor allem cool, dass es halt eben auch mal ein anderes Rennspiel ist, eine andere Rennsimulation, die eben auch so ein bisschen funny ist und so auf ein bisschen Zerstörung geht. Finde ich cool, macht Spaß, vor allem die Demolierungs-Derbys, sehr nice. An manchen Stellen finde ich allerdings die Karriere doch sehr in die Länge gezogen, was so die Rennen angeht. Also ich finde, bei jeder Stufe hätten sie vielleicht ein, zwei Rennen rauslassen können, weil es doch irgendwann ein bisschen so anstrengend wird. Reinhard Bullis, lustiger Name. Und ja, auch diese ganzen Achterrennserien finde ich auch ein bisschen zu lang. Da hätte man ruhig irgendwie so 5 oder 6 Rennen mit einbauen können. Aber trotzdem hat es eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht. Wie man sieht, ich bin jetzt nicht der größte und beste Rennfahrer. Zum Glück hat man mich hier noch nicht in einem richtigen Rennsimulator gesehen. Das würde noch schlimmer aussehen. Vielleicht mal schauen, irgendwann dann in Zukunft. Von daher, wirklich vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Wreckfest. Hat Spaß gemacht. Kann ich eigentlich jedem empfehlen. Wir werden sicherlich irgendwann mal in den Multiplayer reinschauen. Aber bis da lasse ich mal ein bisschen Zeit vergehen. Weil es doch erstmal jetzt ein bisschen reicht für Wreckfest. Und ja. Ich würde sagen, wir sehen uns beim anderen Video, bei einem anderen Let's Play hier wieder auf meinem Kanal. Vielen Dank und haut rein und gönnt euch das Spiel selber, was ihr gerne Rennsimulatoren fahrt mit viel Zerstörung. Tschüss.